Hallo Leute, ja, Fahrzeug hat sich verirrt, steht hier gerade. Naja, das ist auch richtig so, dass sich das verirrt hat, weil die Glasscheiben, die können wir da gar nicht abliefern. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die hinliefern können, ob da irgendwo was geht überhaupt. Machen wir gleich auf dem Großbildschirm nach dem Logo, ne? Also in diesen Städtchen gibt es nichts, die sind aber auch mittlerweile schon ein bisschen zusammengewachsen wahrscheinlich, oder? Müssen wir irgendwo gucken, dass wir noch Glasscheiben hinliefern können, weil, tja, hier ist auch nichts. Sieht gerade nicht so prickelnd aus, ne? Aber da oben steht auch einer, hat sich auch verirrt oder was? Na super. Hier unten war noch ein Städtchen. Ja, ich glaube, die Dingens können wir auf Halde produzieren, ne? Die Scheiben. Das war es wohl. Das ist schlecht, ne? Können wir denn mit unserem Geld irgendwo was freischalten? Ne, haben wir nicht so viel Geld. Jetzt wäre noch die Frage, ob überhaupt sowas geht, ne? Freischalten. Also freischalten geht schon, aber. Hier ist nichts. Das sind Stahlbarren. Hier in dem Stückchen war auch nichts. Hier müssen wir Millionen haben, um das freizuschalten, ne? Ja. Das ist auch. Gerade so doof, dass man da nicht sieht. Da oben sind Bretter und Stahlbarren. Hier ist Kohle. Da sind Bretter. Das Städtchen hat hier Holzspalten. Holz. Hier sieht man nichts. Balken. Hier ist jetzt gerade nichts. Hier unten sind Steine und Kohle. Da ist nichts zu sehen. Hier. Ja, da ist nichts zu sehen. Kohle und Kohle. Und hier hat es nur was, ne? Aber wir müssen ja irgendwo was hinliefern. Das ist ja schon mal das Nächste, ne? Also da oben sind Bretter. Die wir sowieso bis hierhin schon liefern. Ja. Hier werden nochmal Bretter zu liefern. Da gibt es Sand, ne? Holzbalken. Ah, hier sind Bretter und Holz. Hier gibt es Holz und da gibt es Balken. Hier unten kann man nichts sehen, ne? Die Dinge. Wir müssen da sowieso erst Geld für zusammenkriegen. Hier ist Eschweiler. Hier sind die Steine. Da gibt es Eisenerz und die brauchen Kohle. Und die brauchen auch Kohle. Also wenn, dann würde ich sogar hier wahrscheinlich was machen wollen. Gut, aber erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir unsere Produktion hier einstellen. Ja. Was kann der sonst noch fahren, ne? Wieso kann er hier, wieso hat er sich verirrt? Das ist die Frage erstmal. Einseitiges Signal im Weg. Hier nicht. Das müsste ja da oben sein, wo wir das produzieren. Das war doch hier, ne, oder? Ja. Kann der nicht hier rum? Kann er sein? Der soll ja hier hinfahren, aber das klappt wahrscheinlich nicht, ne? Also hier reinfahren klappt ja, aber der kann hier nicht lang. Wie kommen wir denn da hin? Das ist die Frage, ne? Das geht nicht, weil zu hoch. Dann die Frage, wie wir das hinkriegen hier. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie umbauen. Aber irgendwie sieht das auch wieder schlecht aus mit dem Umbauen. Ah.
Tunnel bauen? Können wir hier einen Tunnel bauen? Na, das funktioniert schon mal nicht. Atomtunnel, ja, ich will den Tunnel bauen. Wäre schön, wenn er den auch baut, aber das macht er gar nicht. Wir müssen noch tiefer, ne? Gut, das heißt, nochmal Tunnel bauen. Alles mit dem Tunnel bauen, das versteht keiner hier, ne? Nee, Karte drehen ging jetzt nicht so. Jetzt wird es gehen. Es wird bis dahin gehen. Wow. Warum kann er so nicht drehen? Versteht wieder keiner, ne? Sag jetzt nicht, er schafft nicht, diese Bäume zu fällen. Hammer, oder? Ich weiß nicht, warum man das nicht kann. Mann, 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 Mann. Wieso geht das nicht? Geht auch nicht. Ja, super, oder? Tannenbaum hier raus. Geländer anheben. Vielleicht so. Was macht er jetzt? Wo kann man wegreißen, ne? Ich will aber nicht wegreißen, ich will hinzufügen. Wo ist denn jetzt hier wieder das Problem da, ne? Kein Geld, das ist das Problem. Na super. Dann können wir nur laufen lassen erstmal. Deswegen konnten wir hier wahrscheinlich auch nicht bauen. Der Tunnel hat wieder ein Vermögen gekostet, oder? Geht das auch andersrum jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch geht. Aber Signal ist weg. Aber kriegen wir wieder hin. Kein Geld da. Der liefert gerade ab. Vielleicht geht's dann, ja. So. Ach, wieder kein Geld da. Kann mal einer gerade Geld geben? Ja, wäre schön, wenn wir jetzt ein bisschen Geld zusammenkriegen. Also geht ja schon. Der fährt jetzt da lang. Jetzt müssen wir hier nochmal gerade die Höhe ändern. Nicht genug Geld.
Ja. Jetzt müssen wir erst abwarten, bis Geld da ist, ne? Müssen wir schneller laufen gerade. Mal gucken, dass wir wenigstens fünfstellig werden. Aber ja, jetzt ist fünfstellig, aber unteren Bereich reicht auch noch nicht. Jetzt reicht's. Glaube, hier müssen wir noch eine Reihe neben machen. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir mit Gleisen weiterkommen. Hier so. Das sieht doch jetzt mal gut aus, oder? Da ist eine Einfahrt, das heißt, hier muss noch ein Signal hin. So, passt es erstmal, oder? So, jetzt muss der eine Zug eigentlich keine Warnmeldung mehr haben, dass er nicht weg kann, oder? Wo stand er? Hier steht er. Oh, hat gut geklappt, oder? Ist ja mal gut, dass da Signale sind, ne? Aktuellen Aufbau überspringen und er kann nicht weg. Super geil. Ja. Zum Depot schicken. Ich glaube, jetzt müssen wir ein Depot auswählen. Haben wir eins da? Jetzt ist er verschwunden, oder? Ja, der andere fährt. Jetzt können wir den aber wieder laufen lassen. Also, das ist ja der. So, der fährt, aber hier war auch noch ein Ausrufezeichen wieder. Fahrzeug ist unrentabel. Ah, das ist jetzt erstmal egal, ja, das vergesst. Mach die mal zu. Weil ich muss jetzt erst die Ausrufezeichen weitermachen. Hier oben war auch noch eins, oder? Nee, das ist weg. Was ist denn mit dem Zug jetzt hier? Wo soll der denn hin? Da wartet schon der nächste. Und der soll raus, aber wohin? Wo ist das? Das ist da. Kann hier lang fahren. Müsste da lang fahren. Wo ist er jetzt am Stehen? Da ist er am Stehen. Der soll hier lang fahren und dann da lang fahren, richtig? Und hier kann er nicht lang fahren. Warum nicht? Haben wir noch extra gebaut. Ah, weil es hier nicht weitergeht, ne? Haben wir da kein Geld. Lass mal schneller laufen, bis wir wieder Geld haben. Wahrscheinlich ist es schon ein Riesenstau dadurch. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. So, jetzt hier bitte. So geht's, oder? Jetzt müsste er ja da weiterfahren, oder? Hier der, ja, jetzt kann er drehen, jetzt kann er fahren. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das hier mit dem Signal noch hinkriegen. Dann ist alles tippitoppi. Obwohl hier ist erstmal egal, wie er fährt. Es kann auch ein normales Signal sein, ist vielleicht sogar besser. Hier geht sogar auch eins hin, okay.
Wieder kein Geld mehr. Super. Jetzt mal schneller laufen. Jetzt haben wir das Geld. Das ändern wir gerade so um. Und das ändern wir auch so rum, damit er durchfährt. Der muss da auf jeden Fall grün haben, sonst bringt das uns alle nichts. Hier haben wir wieder kein Geld oder was? 3600 kostet das. Ja. Sehr viel Geld, ne? Der steht jetzt auf der Kreuzung. Das sollte gerade nicht passieren. Ah, da kommt noch einer von da und der. Ah, das hat ja jetzt gut geklappt, ne? Ja, jetzt brauchen wir das eine Signal doch. Eigentlich sollten die sich das alle reservieren, damit das nicht passiert. Jetzt fährt er. Mhm. Wofür ist dieses Gleis hier? Das kann eigentlich weg. Weil die müssen da lang fahren, die müssen da lang fahren, aber niemand muss da lang fahren. Gut, abreißen. So, das heißt, dieses Signal können wir uns auch sparen. Und dieses Signal können wir uns auch sparen. Und das dann auch, weil dann sollen sie weiterfahren bis dahin. Jetzt steht hier einer, warum? Ah, weil hier nichts klappt. Warum klappt hier nichts? Gute Frage, ne? Weil was ist die Frage? Da ist hier ist ein Signalproblem. Schätze ich mal. Sind die beiden gegenüber? Ich weiß es nicht. Die sind hier gegenüber, dann ist das doch. Ah, die sind bestimmt auch hier gegenüber, oder? Ja. Eigentlich ist das passend. Aber warum geht es nicht weiter? Ist hier irgendwo was? Ne. Können wir hier noch was ändern? Fährt er dann? Ach, hier ist so ein riesenroter Bereich, ne? Das ist unser Problem. Okay, jetzt geht es ein Stück voran. Und vielleicht so noch. Jetzt fährt es erstmal wieder, ne? Jetzt haben wir das irgendwie hingekriegt. Hochkomplex. Und das Blöde ist, wo ist hier das Lagerhaus? Das hier und nur 27 Scheiben geht eigentlich nur, ne? Ist die Frage, wann die nächsten ankommen. Aber die Scheiben müssen wir in der nächsten Folge nochmal klären. Ist ja schlecht gelaufen mit den Fensterscheiben da. Jetzt haben wir die und können die noch nicht mal irgendwo einsetzen, ne? Ganz schlecht. Ah, hier steht der nächste, ne? Okay, nächste Folge. Machen wir das alles. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.